So, liebe Zuschauer, wir befinden uns gerade aktuell auf dem Stand von der Firma Porta Solutions. Gegenüber steht mir der Herr Günther Stolz. Er wird uns mal ein paar Themen über dieses Konzept, was mir persönlich nicht bekannt ist, mal erläutern. Ja, mache ich gerne. Also wir stehen hier vor dem Porta Center 250. Das ist eine Maschine für die Serienproduktion von Teilen bis Würfelgröße 250 mm. Das hier ist die originale Maschinenverkleidung. Wir haben aber nicht die Maschine auf die Messe gebracht, sondern praktisch zeigen über den Monitor jetzt einfach, was sich dahinter abspielt. Aber das ist real gefilmt, so wie die Maschine arbeitet. Die Maschine besteht aus drei Bearbeitungszentren, die miteinander gekoppelt sind. Die Teile werden von der Seite hier be- und entladen, wandern dann durch die Maschine 4x90 Grad. Die Teile können auf dem Satellitentisch um 360 Grad geschwenkt werden. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, die Teile auch nochmal um 90 Grad zu kippen, sodass ich eine komplette 5-Seiten-Bearbeitung auf der Maschine machen kann. Die Spindeln verfügen über Werkzeugmagazin, das heißt, zu jeder Spindel gehört ein Werkzeugmagazin mit bis zu 40 Werkzeugen. Das heißt, ich habe insgesamt 120 Werkzeuge in der Maschine und kann damit sehr komplexe Teile bearbeiten. Das ist ja eigentlich eine Revolution, kann man doch eigentlich sagen, weil das sind ja drei Bearbeitungszentren in einer Maschine zusammengefügt. Genau so ist es, ja. Kann man da auch schon grob sagen, in welchem Preissegment sich das Ganze abspielt? Im mittleren, im höherpreisigen oder ist das so vergleichbar mit einer üblichen Werkzeugmaschine? Gibt es da eine grobe Richtung? Ja, ich sag mal, grobe Richtung, man bewegt sich, sage ich mal, so im Bereich 500.000 Euro aufwärts bei der Maschine, kann man durchaus sagen. Es hängt natürlich davon ab, welche Werkzeugausstattung, wie viele Werkzeuge im Magazin drin, welche Spannvorrichtungen dazugehören. Also wir liefern entweder die Maschine oder auch den kompletten Prozess dazu. Okay. Ja? Das heißt, mit Vorrichtungen, mit Werkzeugen, alles komplett. Das ist ja das neudeutsche Turnkey, kann man sagen. Absolut. Der Kunde hat ein Bauteil und sagt, ich würde es gerne in Stückzahl 100.000 im Jahr bitte fertigen. Exakt. Bitte macht für dich, für uns das passende Konzept. Genau, wir machen die komplette Prozessauslegung. Wir haben auch die Möglichkeit, auf einer Schulungsmaschine bei uns in Italien eine Testbearbeitung durchzuführen. Wir nennen das Zero-Risk-Konzept. Das heißt praktisch, der Kunde, wir testen vorher aus, was möglich ist. Wir ermitteln, wir können natürlich die Taktzeiten zunächst mal theoretisch berechnen. Danach machen wir praktisch die Überprüfung an der realen Maschine, sodass der Kunde exakt weiß, was er nachher bekommt. Das ist sagenhaft, das ist ein richtig toller Kundennutzen. Genau. Das würde ich als Schlusswort nehmen, Herr Stolz. Vielen Dank für Ihre Zeit, hat uns riesig gefreut und es fasziniert mich unheimlich, wie man drei Maschinen in eine packen kann. Ja, danke für den Besuch und sagenhaft. Danke. Gerne.